meinst du damit? Welches Angebot? Ah, meine Güte, sag mal, ist dir der Kopf abgefallen, als ich nicht hier war? Ficken, meine Güte. Ach so. Ich dachte, du sprachst von etwas anderes. Ja, rein ficken. Vernünftig, mal jemand, wo es auch ein bisschen Spaß macht. Ja, dann erhebt sie sich jetzt tatsächlich mal von ihrem Thron und würde mal mir einen Chorspieß weiter stecken lassen, rammt den wieder in den Rondra-Tempel rein und ja, kann dann hinter ihren Thron deuten, wo dann so ein roter Vorhang vorgezogen ist. Und wenn ja, sie würde dann schon im Gehen den Gürtel einmal abschnallen und dann ihr Schwert fallen lassen. Und dann hinter dem roten Vorhang verschwinden, wo du dann ein ziemlich großes, gemütliches Bett erkennen kannst. Ja, ich würde auf dem Weg dahin auf der anderen Seite von ihrem Thron mein Schwert in den Boden rammen. Ja, stört uns nicht. Das könntet ihr eh nicht mit ansehen. Ja, dann würde ich da reintreten, mir die Dame anschauen. Na, ansehnlich seid ihr. Sie ist gerade in die Brustplatte fallen, kannst sehen, wie ihr Oberkörper komplett vernarbt ist. Und ihr wohl auch eine Brustwarze fehlt. Das war auch irgendwie abgebissen oder sowas. Also unglaublich krasse Kämpferin. Ja, ich sehe schon. Die schon Leid gesehen und gebracht hat. Auf dem Schulterblatt Axt, nicht wahr? Eine von den Großen. So, ich würde mich mal jetzt direkt an ihren Rücken schmiegen und jetzt aufflüstern. Ich habe eure Probleme bei mir. Womit, wo man euch in der Hand hat. Ich habe euch jetzt in der Hand und damit merkst du wohl, wie sie mit ihrer Hand nach deinem Penis tastet. Wir können das hier gerne geschäftlich und vergnüglich gestalten. Ja, sie dreht sich um und schlägt dir mit ihrer Faust also ein bisschen spielerisch in die Brust. Ist das schon alles? Sagt. Also. Wenn ihr die Probleme gelöst habt, dann wart ihr das mit dem angezündeten Grafenschloss? Das würde ich so nie zugeben. Sie beißt dir gerade in den Oberarm. Aber ihr wisst doch, wir Töchter und Söhne des Mitleidlosen, wir stehen zusammen. Nur er führt uns an. Sie können uns kaufen, sie können uns mieten, aber am Ende sind wir Brüder, sind wir Schwestern. Und da kann doch nicht meiner Schwester sowas antun. Das kennt ihr doch. Hat jetzt die Schnauze. Ja, ich würde auch meine Kleidung ablegen. So, komm, bringen wir es hinter uns. Ich habe noch mehr mit dir zu besprechen. Das können wir auch nebenbei machen. Kein Genießer, wie ich sehe. Einer meiner Kammer. Meine Kameraden werden schockiert. Dass wir hier so treiben. Ja, also. Wie bereit sind deine Männer und wie treu bist du noch, wenn deine Probleme gelöst sind? Ich hab euch gesagt, dass ich mich nicht gegen euch oder gegen die Nekromanten wenden kann, solange ich erpresst werde. So jedoch kann ich meine Männer schicken. 100 Beilunker Bauern und 50 hartgedrillte verlorene Fähnlein. Wunderbar. Habt ihr Kontakte zu diesem Hauptmann der Drachengarde? Morkas? Ja, was ist das für ein Mann? Er wurde wohl von Borbarat selbst auf Maraskan dirigiert und hat dort gegen das dritte Zeichen gekämpft. Harter Typ. Harter Typ oder erpressbarer harter Typ? Erpressen glaube ich nicht. Steht hinter Borbarat. Aber ja. Wir beide wissen, dass Borbarat tot ist. Aber dieses Märchen wird hier zumindest erzählt, dass er weiterhin lebt und in Gareth residiert. Mir ist es egal. Soll der Pöbel denken, was er will. Ach, auf die Schwachen kannst du eh nichts geben. Also, ich würde jetzt mal von dir ablassen und in meine hintere Tasche greifen. Ist das schon fertig? Und das. Meine Güte, jetzt beruhig dich doch mal. Ist ja schlimm hier, als ob man sollte meinen, du hast seit 4 Jahren nicht gefeckt. Hast du nur eine steife Waffe? Der andere ist schlaff, oder wie? Ich zeig dir gleich mal, was weh tut. Such dir erstmal dein Zeug daraus. Ich schmeiß mal das aufs Bett. Hier, was davon ist von dir? Kannst du mir sagen, was davon von Morak ist?
Sie hat gerade so ein bisschen angefangen, mit ihrem Mund dich zu verwöhnen, guckt dann aber wieder zu den, ja, zu den Gegenständen, verzieht so ein bisschen angewidert das Gesicht und schaut dann, lässt dann komplett von ihr ab, schaut dann zu so einer Brand- und Opferschale, die wohl eher für, ja, Blut oder sowas ist und nimmt dann alles und schmeißt es, wenn du jetzt nicht eingreifst, alles ins Feuer. Meine Güte, kannst du mir, nimm das, was dir gehört. Vielleicht müssen wir Morak noch mal ein Jetzt bisschen weiß der nicht, was einschüchtern. von mir ist. Ist Ob ein du Punkt. also dieser gelbe Fingernagel, das nicht von mir. Ja, das sehe ich. Ja, sie schmeißt alles rein und schaut dich dann wieder an, grinst. Meine Haare waren die roten. Und Fick dann kniet sie wieder vor dir nieder und macht weiter. Ja, dann fick ich jetzt erstmal mit der alten. Was machen Arm noch. derweil Sinistra und Dionen? Goldhand. Ich hätte sagen können, ich werde, wenn ich auf dem Markt herumlungern, mit einigen der Händler, während ich ihre Waren gut Ja, habe, wie vielleicht auch gesagt, mit ihnen. aktuell es ist es wieder abends, also es hat irgendwie den ganzen Tag gedauert und dann seid ihr abends hier zusammengetroffen, also. Dann wollte ich heute, glaube ich, nur noch so enden. Ich weiß nicht, ob Asabo irgendwie der Bedeckung braucht auf seinem Weg zu dieser, wo auch immer er hin will. Asavo bleibt bei Boltax aktuell. Der kümmert sich erstmal um die Seelenkunde von unserem Zwerg, weil der mit Albtraum zu kämpfen hat. Solange keiner von euch beiden in eine zwielichtige Barunga-Kneipe gehen möchte, denke ich nicht, dass wir heute noch viel zu tun haben. Ich möchte nicht. Haltet ihr es für sinnvoll? Vielleicht sollten wir uns heute tatsächlich erst einmal bedeckt halten bei dem ganzen Aufruhr in der Stadt. Denke auch, man wird wohl wissen, dass Boltax zu uns gehört. Wenn wir Pech haben, kommt jemand und stellt unbequeme Fragen. Dann sollten wir alle hier sein. Ihr dürft mal eine Sinnschärfeprobe würfeln. Na, plus 7. Sitzt ihr irgendwie in eurer Suite oder wo sitzt ihr? Unten in der Raucherlounge? Aber wir werden solche Besprechungen vermutlich nicht in der Raucherlounge durchführen. Fast gedacht. Jalen und Abelmir steht gerade so ein bisschen am Fenster. Iserun sitzt auf dem Sofa, hat das dementsprechend nicht mitbekommen, aber ihr könnt dann wohl mitbekommen, wie in diesem Licht von Waltran und irgendwie Fett, was da angezündet wird und was weiter permanent und nach oben rußt, da wohl sich Leute in den Schatten bewegen und versuchen unbemerkt, vor allem in eurer Fenster zu spähen. Was? Gibt es Vorhänge oder so? Um mich hier erstmal zuziehen. Vorhänge, ja, aber ihr werdet definitiv beobachtet, also. Ich will die Vorhänge zuziehen wieder. Warte. Er hätte die Vorhänge nicht zumachen sollen. Jetzt wissen wir, dass wir wissen, dass sie da sind. Die Taverne ist umstellt. Meine Herren, ich denke nicht, dass wir nach irgendwo hingehen. Ich gehe mal an es gibt einen Nebenraum, in dem ich an gerade Boltax und Asavo sind. Genau, der hat sein eigenes kleines Schlafzimmer und da wohl auch seinen eigenen Badezuber oder so. Oder einen gemeinsamen großen Badezuber. Die sitzen da irgendwo drinnen mit Asavo und vielleicht hat Sumox auch gerade genug vom Badezuber. Ja, vermutlich eher das. Mit einem gemurmelten Bohren vergib mir, klopfe ich dann sanft an die Tür und öffne. Gleich den Kopf herein. Meine Herren, muss ich leider unterbrechen. Wir Ja, dann kriegen jetzt bitte Besuch. nicht. Wir kriegen Besuch. Vor Was der für Tür? Besuch? Ist der Drache da? Noch nicht, nur seine Schergen. Seht zu, dass ihr bewaffnet und angezogen seid. Das hat diese Sitzung jetzt völlig nutzlos gemacht. Mir leid, dass sich die Machenschaften Warungs nicht an euren Zeitplan halten. Damit schließe ich die Tür wieder und lasse die beiden alleine. Also gut, Zumox. Ja. Das ist auch nur eine körperliche Bedrohung und damit können wir umgehen. Damit sind wir schon umgegangen. Du weißt, wie Raphim als Gott über das Schlachtfeld geht, als Halbgott über das Schlachtfeld geht. Das ist nichts, was wir jetzt fürchten müssen. Ja, aber Raphim ist nicht da. Der ist weg. Raphim wird wiederkommen. Gut. Wir können das hinauszögern. Du kennst die Fähigkeiten von Iserun nur zu gut. Du hast sie gesehen, wie sie dort unten in dem Alchemielabor stand. Das ist egal, was sie jetzt gegen uns schicken. Wenn es körperlicher Natur ist, dann werden wir damit fertig. Gut. Na, dann hoffe ich, dass das wird. Wenn du möchtest, kannst Okay. du auch hier bleiben. Wir brauchen dich nicht. Ich gehe nach unten und versuche den anderen zu helfen. Ja, es ist vielleicht sinnvoller, wenn ich mich aus diesem Ganzen, nein, wobei am Ende steigt jemand hier ein und dann bin ich auf einmal weg. Nein, alleine möchte ich jetzt gerade nicht bleiben. Das ist keine gute Idee. Also gut.
Dann hier ist deine Unterkleidung. Ich gehe mal kurz noch zu den draußen, zu den anderen und dann ja, derweil können die anderen Sinistra berichten. Also was ist da draußen los? Leute? Wie viele? Amelmen, hast du... Theonin, hast du sie zählen können? Ich denke, ich habe 5 bis 10, vermutlich eher 10 Leute gesehen, die draußen ums Haus rumschleichen. Bin mir auch nicht sicher, aber ein paar von uns auf jeden Fall. Mit etwas Glück können wir Verhandlungen aufnehmen. Sag dir vor, was wir tun. Setzen wir uns in diesen Raucherbereich und warten, bis jemand kommt. Wen suchen Sie vor allen Dingen? Das wäre interessant zu wissen. Ob Sie jetzt uns suchen oder. Vermutlich Wolters. Und wir sollten ihn wohl nicht einfach so herausgeben. Aber ich bin mir sicher, auch die Gardisten würden es vorziehen, die Sache ohne Blutvergießen zu klären. Schließlich werden sie ja so oder so fürs Gleiche bezahlt. Mit Glück kriegen wir Maukas auf die Reise hier runter. Nun, wenn Sie Boltag suchen, dann suchen Sie uns wahrscheinlich auch. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Nun, wir sind mit ihm in die Stadt gekommen. Sie würden uns auf jeden Fall verhören. Auf jeden Fall sollte keiner von uns das Hotel verlassen, bis auf Weiteres. Die Frage ist nur, ob wir jetzt versuchen, mit ihm Kontakt aufzunehmen und erst einmal darauf warten, dass Rafin zurückkommt. Hoffen wir, dass wir so viel Zeit haben. Wir sollten uns trotzdem schon einmal einen Plan überlegen. Es ist... Also, wir können ja vermuten, dass sie auf der Suche nach Sumox sind. Was, wenn wir ihnen versprechen, dass wir uns selber um das Problem kümmern? Idealerweise sollten wir ihnen versprechen... Sollten wir ihnen versprechen, dass wir ihnen Sumox schon ausliefern können, wir nur die Modalitäten gerne aushandeln würden. Dann können wir hoffentlich unsere Erpressung bei Maukas anbringen. Oder unser Freund Theonin könnte sie glauben lassen, dass sie die Leiche von Sumox sehen. Wäre das möglich? Es klopft an der Tür. Entschuldigung? Ja, was gibt es denn? Die Tür wird geöffnet und könnt erkennen, wie wohl ein Diener im Livret dann vor euch steht. Scheint wohl von unten zu kommen. Dort stehen unten einige Personen, die gerne mit euch sprechen möchten. Sie wollten zu euch vor, aber wir haben davon abgeraten, da sie noch nicht den Termin bestätigt haben. Oh, aber natürlich. Wir werden sie unten empfangen, ja? Wäre sie denn auch die Güte, ihnen eine Erfrischung zu servieren? Selbstverständlich. Sie erwarten euch in der im Rauchermarsch. Aber danke sehr. Es wird nicht lange sein. Seien Sie versichert, dass solange Sie innerhalb des Kaiserdrachen übernachten und die Rechnungen gedeckt werden, das wird ja auch durch die Loge des Hoflieferanten ebenso garantiert, werden Sie sicher sein. Aber keine Sorge, wir bezahlen immer unsere Schulden. Er verbeugt sich vor euch tief, für die Würmer sind alle gleich und macht dann die Tür wieder zu. Dann gucke ich sehr ernst die anderen über den Magier an. Gib mir einen Plan und jetzt. Das wäre mein Vorschlag. Wir versprechen Ihnen, dass wir uns selber um ihn kümmern, implizieren, dass wir ihn umbringen und nun ja, hoffen oder fragen, dass, ob das für Sie eine akzeptable Lösung ist. Ja, dann gehen wir jetzt also runter. Wir alle, ich alleine, will jemand mitkommen? Ich denke, wir sollten alle gehen bis auf Boltax. Sumox. Ich würde ungern hier alleine oben bleiben. Asavo, ihr könnt sicherlich auf ihn aufpassen. Ja, ich gehe davon aus, diese Tür kann ich halten. Und dann werden wir runtergehen und diese Verhandlungen ohne Handgreiflichkeiten hinter uns bringen. Mit Glück können wir irgendwie fordern, dass Maukas selbst kommt und mit uns verhandelt. Ansonsten machen wir mit dem örtlichen Wortführer etwas aus. Verlasse mich darauf, dass die genauen Modalitäten dieser Sache ihr beide dann klären findet, denn ich weiß nicht, wie ihr eure Illusion anzubringen gelingt. Alle einverstanden? Nun, von der Illusion dürfen Sie natürlich nichts wissen. Natürlich. Deswegen, ja. Nur, falls Sie nach dem Wann und Wieher und Woher fragen, wüsste ich nicht, wie viel Vorbereitungszeit ihr braucht. Deshalb. Nun ja, wir würden dann einfach nach Ihrer Kontaktadresse fragen und einen Boten schicken. Wenn das Problem gelöst ist. Gut, dann auf den Weg.
So, nochmal über die Kleidung gestrichen. Lieb durch ja mit einer so einer geistigen Stärke gebeten und hinaus geht es. Mhm. Dann kannst du nach unten treten und, beziehungsweise ihr könnt nach unten treten und könnt dann in der Raucherlounge einen Soldaten erkennen, beziehungsweise Söldner in guter Uniform, der dort sitzt und gerade schon eine Zigarre schmaucht, der sich dann erhebt und euch die Hand gibt. Er ist sehr dick, möchtet ihr meinen, aber auch wohl konstituiert. Also das ist nicht nur, also er war sicherlich mal sehr, sehr drahtig. Mittlerweile hat er wohl weniger zu kämpfen. Es ist aber eine ziemlich schwielige Hand, die er euch da hinstreckt. Und er weist euch dann mit seiner anderen Hand und der Zigarre dann die anderen Stühle. Mit Werner Helm Eichhuber. Ach, nun. Der Gärtner von Jekdesit grüßt euch. Was können wir denn für euch tun? Na, den Gärtner kannst du dir in Jahre schmieren. Wir sind hier wegen dem Zwerg. Und wir können das entweder als Belagerung planen, denn innerhalb dieses Hotels dürfen wir natürlich keinen Krieg führen. Aber wir kriegen ihn. Gutes Kopfgeld. Ich verstehe, ich verstehe. Ihr... Wir haben sehr guter Nachbarschaft, also in Rondras Tempel, zwei Straßen weiter, 50 Mann. Wir können weitere 100 Mann aufbieten. Ich mustere ihn einmal, wie sein Livet aussieht. Er ist nicht von der Drachengarde, nicht wahr? Er ist nicht von der Drachengarde. Mhm. Du kannst ein kleines Wappen erkennen. Rafim wird dir, also ja, doch, verloren das Fähnlein. Also das sind dann definitiv die Söldner, die dann zu ihr gehören, wo Rafim gerade verschwunden ist. Vielleicht ist Rafim auch schon tot im Rondra-Tempel oder sowas getötet. Wenn es eine Falle oder sowas ist, keine Ahnung. Aber das ist definitiv diejenigen, wo Rafim jetzt hinter aufgebrochen ist. Ich bin mir sicher, für uns alle lässt sich eine Lösung finden, die für alle Beteiligten profitabel ist. Ja, ich bin immer gespannt, ob ihr als Mendelaraner die Nekromanten überbieten könnt. Und vor allem ohne Blutvergießen. Nun, dann lasst doch einmal hören, was man euch geboten hat. Ja. Für seinen Kopf. Er hat eine Villa angezündet und eine Nekromantin getötet. 1000 Dukaten. 1000 Dukaten? Das ist tatsächlich eine stolze Summe. Ausgelobt vom Nekromantenrat, nehme ich an. Korrekt. Und ihr seid nicht der Anführer eures Banners. Bin ich nicht. Seid also nur der Wortführer für Corina, ja, nicht wahr? Richtig, für Corina. Dafür sie verhandeln. Wie gesagt, ich will hier mit euch nicht kämpfen. Ich darf hier drin mit euch nicht kämpfen. Niemand kämpft im Kaiserdrachen, aber ich kann euch belagern. Und sollte dieser Zwerg irgendwie hinausgelangen, meine Männer stehen überall. Meine Frauen stehen überall. Wir wären sicherlich bereit für einen, sagen wir, sehr vernünftigen Anteil am Kopfgeld, die Sache für euch so einfach wie möglich zu machen. Gibt mit 1100 und wir können da sicherlich was dran machen. Aber so viel ist mir der Unruhestifter nicht wert. Vielleicht würde ich ihn lieber loswerden und mit euch zusammen an der Sache ein wenig Geld verdienen. Und das können wir auch machen. Das dachte ich mir. Würde uns Kämpfer ersparen. Ah. Wir müssen uns natürlich selbst erst um ihn bekümmern. Dies könnte Ich habe euren Krieger schon gesehen, dieser 2,50 Meter große... Würde mich schon freuen, wenn ich meine Männer nicht gegen den schicken muss. Keine Sorge, wir haben auch Armbrüste. Wir brauchen ein wenig Zeit, um uns selbst dieses Problems anzunehmen. Ich würde es bevorzugen, wenn ihr eurer Vorgesetzten Rücksprache halten würdet. Also, wir bekommen für die Leiche des Zwergen bei Abgabe 1000 Dukaten. Wir stehen hier Tag bis Nacht in Patrouillen abwechselnd. Gut vorbereitet, mit Armbrüsten. Und wenn er nach draußen kommt, schießen wir. Egal, ob tot oder lebendig. Verständlich. Und je länger ihr wartet, hört auf, meine Zeit zu verschwenden, je länger ihr wartet, desto weniger wert wird er für euch werden. Wenn ihr ihn mir jetzt hier in, sagen wir, 5 Minuten geben könnt, tot oder lebendig, ist mir egal. Wenn er in 5 Minuten hier auftaucht, dann gebe ich euch 400 Dukaten. Wenn ihr ihn morgen abgebt, gebe ich euch 300 Dukaten. Übermorgen sind es nur noch 200. Was haltet ihr davon? 350 und wir geben ihn euch in 5 Stunden. Er gibt dir die Hand. Ich schlage mit der Goldhand an. Scheint ihr nicht zu kümmern? Nickt. Ein Deal ist ein Deal. Gut, dann sorgt dafür, dass
klare Seite dessen auch noch einhalten könnt. Mhm. Er drückt die Zigarre aus, schaut dich dabei tief an, verlässt dann die Lounge. Männer, fünf Stunden! Antiarmbrüste! Ich blicke meine beiden Kameraden an. Nun ja. Sind wir alleine? Ja, also irgendwo auf Rufreichweite könntet ihr dann natürlich auch nochmal mit den anderen Logisten sprechen, aber wenn ihr alleine sein wollt, dann könnt ihr auch alleine reden. Annehmbar. Mhm. Ich hätte nicht erwartet, dass man uns direkt die Söldner auf den Hals setzt, aber einmal ist die Drachen gerade ausgelastet. Müssen wir nur hoffen, dass Rafim seine Verhandlungen zügig abschließt. Mhm. 5 Stunden sind schon mal in Ordnung und ihr wart wirklich erstaunlich überzeugend. Wir haben mir einige Lehrstunden geben lassen von diesen, ihr wisst schon, Theatermenschen mit den Ragnar früher herumhängen. Gewiss doch. Nun, wir wollen einmal hören, wie Rafim vorangekommen ist. Ansonsten, Thionin, müsstet ihr euch tatsächlich Gedanken machen, wie am besten mit der Illusion zu verfahren ist. Ihr könnt magische Nachrichten versenden, nicht wahr? Ja. Und wenn er in 3,5 Stunden nicht wieder hier ist, werden wir auf dieses Mittel zuerst zurückgreifen, denke ich. Ich muss allerdings sagen, die Illusion hält nur eine gewisse Zeit. Das ist richtig. Und sie ist nicht haptisch, also sie ist nur eine optische Illusion, könnte man sagen. Dann ist es umso besser, dass wir uns auf dieses Mittel im Idealfall gar nicht erst verlassen müssen. Gehen wir hoch und überbreiten ihm die frohe Botschaft. Wenn wir einen anderen Zwergen finden könnten, der, sagen wir, entbehrlich ist. Einen Nekromanten vielleicht? Es gibt keine. Gehen wir zunächst einmal. Beraten wir uns mit unseren Freunden. Ja, wenn ihr nach oben kommt, könnt ihr tatsächlich erkennen, wie wohl Sumux wieder aus der Wanne gestiegen ist und da jetzt auf dem Sofa mit den Beinen angezogen sitzt, Asavo neben ihm. Gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Die guten Nachrichten zuerst. Es ist nicht die Drachengarde, die man nachher gesetzt hat. Es ist nur Corinna Söldnerhaufen. Entsprechend sollte Rafim in der Lage sein, diese Kleinigkeit aus dem Weg zu schaffen. Oh, sei Dank. Schlechte Nachrichten. Auf eurem Kopf liegen derzeit 1000 Dämonenkronen. Das sind viele Dämonenkronen. Mhm. Das sind in der Tat viele Dämonenkronen. So viel Halt, da habe ich doch gar nicht. Ja, ich weiß, der war schlecht. Wir werden jetzt ein wenig abwarten. Wir haben mit ihnen eine 5-stündige Verzögerung ausverhandelt. Nicht, dass sie hier hereinkommen könnten, aber wir wollen den guten Willen der Söldner ja aufrechterhalten. Und was habt ihr mit ihnen ausgemacht? Dass wir euch an sie übergeben würden und einen Anteil am Kopfgeld erhalten. Was ihr nicht machen werdet. Goldhand? Natürlich nicht. Vermutlich nicht. Goldhand, ja. Ihr solltet solche Nachrichten schonend überbringen. Ich habe ihm doch zuerst die gute Nachricht übermittelt, dass die ganze Sache keine Bewandtnis haben wird, da Rafim sich schon um uns gekümmert. Gerade in solchen Zeiten ist es trotzdem wichtig, dass man oder wie man Nachrichten überbringt. Ja, mal tief rein, mal wieder raus. Ihr müsst gar nicht so einatmen, ihr wisst, dass ich recht habe. Ihr habt natürlich recht. Verzeiht mir. Ich bin mir sicher, die Anspannung der Lage kommt uns allen das andere Mal etwas nahe. Wie wollen wir verfahren, wenn Rafim nicht in der Lage ist, die Stimmung zu wenden? Wenn Rafim überhaupt nicht in der Lage ist, Corinna auf unsere Seite zu ziehen, dann entweder können wir einen anderen Zwerg auftreiben oder uns etwas einfallen lassen. Wir werden ihn in einigen Stunden kontaktieren, wenn er bis dahin nicht hier ist. Wir wollen ja einen anderen Zwerg auftreiben. Wir werden keinen Unschuldigen opfern. Natürlich nicht. Eben. Das möchte ich auch nicht. Und denk gar nicht erst daran, an diese armen Kristallzwerge, die noch im Labor von Langrace sind, zu gehen. Wir haben schon genug gelitten. Nun, sie sind auf die eine oder andere Weise totgeweiht. Nein. Ich schaue einmal nach links, einmal nach rechts und versuche irgendwie nonverbal Kontakt zu meinen beiden Magiern aufzunehmen. Ich schüttel leicht den Kopf. Ich zuck die Schultern.
Gucke ich auch meine Schultern. Nun gut, wenn es euer Wunsch ist. Nun. Wir kommen hier also nicht raus, wir sitzen fest. Ihr zumindest. Ich denke nicht, dass sie derzeit daran interessiert sind, sich mit uns anderen eine Straßenschlacht zu liefern. Oh, aber solltet ihr einfach mal einen Fuß vor die Tür setzen, wird man auf euch schießen. Nun gut. Das möchte ich nicht. Gut, ich schlage vor, wir werden uns ein wenig ausruhen, unsere Ausrüstung überprüfen und hoffen, dass Rafim sich nicht allzu lange mit seinen Verhandlungen ergeht. Ansonsten muss wohl jemand dorthin gehen und ihn die Dringlichkeit der Situation erinnern. Ja, ich hoffe. Oh, mir würde vielleicht noch eine Möglichkeit einfallen, wie ich rauskomme. Ihr erinnert euch an das Schrumpfungselixier von Rafim? Wenn ich solch ein Elixier trinken würde, ich würde auf eine marginale Größe schrumpfen und könnte wohl in einer der Taschen hinaus transportiert werden. Wie erklären wir das nun dem Söldner? Oh, tut mir leid, wir haben ihn verloren. Das glauben Sie uns auf keinen Fall. Ich denke, Sie werden uns auch untersuchen, wenn wir eine größere Kiste hier hinausschmuggeln. Er überlegt, auf welche Größe ich schrumpfen würde. Und wir können mich wohl von Rafim auf die Größe, auf die er geschrumpft ist und Größe, die ich dann annehmen würde. Nun, ihr werdet mindestens schätzungsweise 35 Halbfinger groß. Möglicherweise, wenn wir euch persönlich dort abliefern. Und dann nehmt ihr dieses Elixier. Das bedingt, dass sie ihn nicht auf der an Ort und Stelle umbringen. Das ist richtig. Ein Risiko, das wir sicherlich nicht eingehen wollen. Natürlich nicht. Wir vertrauen nun erst einmal auf Rafim. Zur Not könnte man immer noch etwas mit einer Illusion und einer Leiche auf einem Karren drehen, denke ich. Und wir bräuchten eine zwergengroße Leiche. Ein Satz, der mich immer noch mit Schaudern erfüllt. Vertrauen wir auf Rafim.